Was geht denn? Recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nach langer Zeit mal wieder was von DSDS. Mir wurde ein Video zugesendet von DSDS. Rüber zum Desktop und let's rock. Alter, zieh mir die Stiefel aus und nenn mich Alfred. Das ist sogar auf Platz 1 der Trends. Bevor wir jetzt aber anfangen, wundert euch nicht, dass die Geschwindigkeit des Videos ein bisschen erhöht ist, weil das sonst von YouTube gesperrt wird. Weil wieder so viel Musik wahrscheinlich drin sein wird. Also habe ich mir gedacht, ach, ich erhöhe diesmal gleich die Geschwindigkeit. Dann habe ich keine Probleme mit den Scheiß hin und her schneiden. Weil manchmal ist es bei DSDS so, ich muss das Video 5-mal hochladen. Jetzt wird der Bildschirm dunkel, Alter, leck mich doch mal an. Manchmal muss ich das 5-6 Mal hochladen, bis dann endlich nicht dasteht, weltweit gesperrt, weil irgendwo ein Soundtrack noch drin war, der gerade mal 2 Sekunden ging und ja. Valentin, bin 19 Jahre alt, studiere gerade BWL. Was machst du? BWL studierst du? Ja, also ich habe 2017 mein Abi gemacht und bin dann erstmal für ein Jahr aus Deutschland gereist. Also ich war in Australien. Warum willst du Superstar werden? Weil ich ganz cool bin. Nee, Nee, sag mal, dann warum du? Ich finde das persönlich eine schwierige Frage, aber ich weiß nicht, ich denke. Wie kann man schon auf so eine Frage so unvorbereitet da reinkommen? Gerade wenn man zu DSDS geht, muss man sich doch auch gerade auf so eine Frage vorbereiten. Da wir DSDS ja mittlerweile schon ganz schön gut kennen, kann ich bestimmt schon so erraten, wie das enden wird. Er wird bestimmt 3 bis 4 Mal Nein bekommen und sein Gesang wird bestimmt, naja, nicht so gut sein. Tut das denn weh? Ich weiß nicht, ich denke, ich kann singen, ich kann gut auftreten. Und du bist ein Fan von Pietro? Nein. Der lacht da. Hat sich das so rumgesprochen? Oder wie? Ja, so ein bisschen. Bin sowieso scheiße, ha? Ja, was hast du gegen Pietro? Okay, das ist jetzt leider eine Information, die hier fehlt. Finde ich ziemlich blöd. Weil das sind ja bloß die Auftritte und nicht das, was davor war. Also wird er wohl dafür wahrscheinlich irgendwas erzählt haben, was Pietro betrifft und nicht gerade positiv war. Ich habe nichts gegen ihn. Mich wurde einfach nur gefragt, ja, was hältst du von Jury? Und ja. Hast du gesagt, Pietro gehört hier nicht rein, hat noch nie Erfolg gehabt, gar nichts. Nee, ich habe gesagt, dass du es sozusagen geschafft hast, dass du was geschafft hast und dass ich das gut finde. Also, ich kann dich nicht jeder mögen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bewerte dich jetzt auch nicht nach dem, was du mich cool findest oder nicht. Ja, das ist klar. Also hoffe ich jetzt. Der weiß gerade gar nicht, wohin mit seinem Leben. Ich habe einfach nur gesagt, dass du vielleicht nicht so. Er redet sich so weiter rein und so um den Brei, Alter. Das ist nicht normal. Ich hätte schon lange gesagt, kann ich jetzt singen? Ich weiß nicht mal, was ich noch sagen soll, sonst holt mich das Security ja noch raus und ja, ich habe im Zweiten Weltkrieg mit meinem Opa zusammen gedient. Der hellste Stern am Himmel bist und ich finde, das ist jetzt nicht wirklich negativ. Aber wer schon der hellste Stern am Himmel wäre? Genau. Ja, Oana, ich bitte dich. Ich will mich jetzt auch nicht als hellste Stern. Du weißt, es gibt ja auch ein altes deutsches Sprichwort, das heißt, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, ja? Jetzt lief einfach alles gut. Vorher hätten wir jetzt den Takt viel besser als vorher. Okay, diese Einblende gerade schon. Das wird nichts. Was mit deinem Timing passiert? Ja. Nicht nur das Timing, ich muss auch sagen, ich fand den Gesang jetzt wirklich nicht gerade gut. Es ist. Boah, Holz hat scharfe Kanten. Es sollte so. Nein, Schatz. Ich hatte die Musik nicht so ganz gut gehört dann ja. Aber guck mal, abgesehen vom Timing, so, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, so, aber. Ja. Ich weiß, Timing war ich immer noch. Null Emotion, null Gefühl, einfach da runtergerattert, verstehst du? Schade. Aber ein großer Sänger bist du nicht. Also gefühllos. Die Stimme klingt nicht besonders, völlig gefühlt. Ja, okay. Du bist präsent, du bist frech, aber unbeholfen so mit deinen Tanzen und du bist eher frech, sag ich mal, wenn du redest, aber in deiner Musik ist da so ein bisschen unbeholfen und leider nicht genug dahinter. Ja, kann ich verstehen. Ich würde dran glauben, dass da was passieren kann, aber da müsstest du jetzt Tag und Nacht dran arbeiten. Weißt du, einmal nein, einmal ja. Es kann ja. Könnte mal was werden. Okay. Alles super. Ciao, ciao. Mal was werden. Tschüss. Alles super. Nun muss die helle Kerze nur noch den Ausgang finden. Nee, war richtig. Nee, ist gut. Dann kann ich das alles nicht hin. Da hinten kann ich das alles nicht hin. Irgendwo, wir wissen es eigentlich gar nicht. Ich habe das alles gegeben, aber
Irgendwie muss ich gerade sagen, der hat mich an zwei Dinge erinnert. Einmal hat er mich an diese Geschwister erinnert mit dieser rotzfrechen Schwester. Und einmal hat er mich an diesen Homosexuellen erinnert, worüber ich glaube das erste DSDS-Video jemals auf meinem Kanal gemacht hat. Er war ein bisschen frech, ja, aber er war auch lustig drauf. Wenn ihr was habt, wo ich drauf reagieren soll, unten in die Kommentare damit rein, per Instagram, Privatnachricht oder auf meinen Twitter-Account hauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. So, Alter, war das schnell.